So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir weitermachen können. Entweder den großen Partyraum oder das kleine Schlafzimmer. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf den Partyraum. Den schon mal. Wir können ja schon mal erstmal anfangen, ob wir schon mit allem fertig werden. Das müssen wir mal sehen, weil das wird auch noch ein bisschen dauern. Also es ist ja sehr, sehr viel, was wir hier machen müssen. Erstmal machen wir jeweils hier am Rande die Fackeln dran. Die gehören auf jeden Fall hierher. So wie in den anderen Räumen auch, ist ja nur dieses Mal ein riesiger Raum. Da werden wir auch die anderen Lampen sehr, sehr viel verwenden. So, hier. Da, da, da. Und da und da. Ja, eigentlich wäre es hier eigentlich auch nochmal ganz gut. Genau. Dann sind es schon mal ordentlich heller als wie zuvor. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und anders als wir in den anderen Räumen, werde ich mich hier zuerst um die Deckenlampen kümmern. Weil das sollte ja hier jeweils so. Es ist nicht. Ah. Ich dachte, das ist hier wenigstens so parallel kongruent. Ich sage, hier ist ein Stamm und wenn ich hier rüber gehe, ist da auch einer. Aber nö, und hier. Hier und da. Da ist wenigstens einer. Müssen wir mal schauen, wie wir es da am besten machen. Mal schauen. Wir machen mit den Lampen einfach mal weiter. Auf dieses Lied habe ich jetzt eher weniger Bock. Machen wir mal dieses Lied dann. Ja, schon viel besser. So. Erstmal alle Fackeln weg. Wie viele Lampen haben wir denn eigentlich noch? Muss ich gleich mal nachschauen. Die sollten noch im Rucksack sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, die sind noch im Rucksack. In welchem Rucksack? In dem hier, glaube ich. Nee, die habe ich nicht mehr im Rucksack. 8 Stück habe ich nur noch. 8 Stück nur noch? Oh, Mist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal Obsidian holen. Na, klasse. Fangen wir ja erstmal schon mal an. Das können wir ja schon mal machen. Ich würde sagen, hier mache ich auf jeden Fall erstmal so und. Rate ich richtig? Rate ich richtig? Ich rate richtig. Da und da. Man kann das ja später dann nochmal auf der anderen Seite, also hier dann ein bisschen anders machen. Das ist ja uns überlassen. Dann wäre auch nicht schlecht, wenn die Lampen schon an sind, damit hier keine Monster spawnen. So, du da ab. Natürlich. Nö. Nee, nee, nee. Wir machen es noch anders. Noch mehr anders. Ich will nicht diese Standardlampen, die ich in den anderen Räumen habe, aber auch hier verwenden. Ich möchte hier eine andere Kreation hervorbringen. Mal sehen, wie diese jeweilige Kreation wird. So, brauche ich Glowstone. Ich will ein bisschen was mit Glowstone machen, aber nicht diesen klobigen Glowstone hier. Sondern, wie ich das ja schon in anderen Räumen gemacht habe, so ein bisschen zersägen, aber nicht ganz so sehr zersägen. Ihr werdet schon sehen, wie genau ich das meine. Da irgendwie eine kleine Kreation rauskriege. Das Gute ist, wenn ich die abhaue, bleiben die Scheiben so erhalten. Also ich kriege keinen Glowstone-Staub daraus. Das ist sehr, sehr gut. Da ist aber dieses jeweilige Problem. Dieser Glowstone, er leuchtet so dunkel mit diesem Shader. Sieht gar nicht gut aus. Dieses Problem hatten wir ja schon unten in der Stube, wenn ihr euch erinnert. Hier, wenn man das. Hier geht es noch. Hier fällt es nicht so sehr auf. Da könnte man meinen, das Licht kommt von da drüber oder so. Aber hier, da ist es total dunkel. Generell das Ganze sehr, sehr dunkel. Wenn man allerdings den Shader ausmacht, dann ist das. Na gut, das ist dann immer noch sehr, sehr dunkel. Darum, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Oder hier. Geht so nicht. Halt meine Idee hier jetzt. Und dann das nächste, was ich dann so machen wollte, ist nämlich mit irgendeinem Holz dann so eine Umrandung da dran. Vielleicht auch. Machen wir hier nochmal ein Glowstone. Ja, machen wir ruhig. Dass das vielleicht doch nochmal um eins größer wird, denke ich mal. Dass ich das so ein bisschen umrande mit irgendeinem Holz. Kann das ja testweise erstmal mit diesem Holz hier machen. Erstmal nur testweise.
So zum Beispiel. Moment. So zum Beispiel. Könnte man natürlich immer noch ändern, weil es ist halt auch sehr, sehr klotzig. Es ist sehr, sehr klotzig. Darum weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Eine andere Möglichkeit wäre. Ja, doch. Und zwar, ich habe. Mir fällt jetzt noch eine andere Möglichkeit ein, wo das dann nicht so klotzig aussehen könnte. Muss ich mal schauen, ob sich das überhaupt umsetzen lässt. Wo ist hier noch eins? Da ist noch eins. Bevor Bob kommt, wo ist Bob? Da ist Hasi und Bob. Keine Ahnung, wo er ist. Dann machen wir mal hier ganz dünn und dann Streifen daraus, dass wir irgendwas mit. Oder Pfosten. Streifen oder Pfosten hier machen. So. Nee, so auf keinen Fall. Nee, so nicht. So nicht. Dann meine andere Überlegung. Hier so ein paar Lichtmuster hier jeweils rein. So, das sieht dann nicht ganz so klotzig aus und hat auch irgendwas, aber. Oder wir machen mal ganz voll. So. Das wäre noch eine Idee von mir gewesen. Ich bin mir auch da jetzt nicht sicher. Oder wir machen die noch dünner. Das kann man ja machen. Und dann haben wir jetzt ganz, ganz viele Streifen, die auch schön leuchten. Dann würde ich sagen, statt hier jeweils an irgendwelche Flecken, dass ich hier den ganzen Lichtstreifen hier reinmache. Den ganzen Raum sozusagen durchziehe mit diesen Lichtstreifen. So gesehen. Ja, dann wird das natürlich da hinten ein Problem, da das nicht so parallel ist. Oder ich fange erstmal mit den Tischen ganz normal an und dann richte ich mich nach den Tischen. Das geht natürlich auch. Hier soll ja ein riesiger, riesiger Tisch hinkommen. Dann werden wir erstmal mit den Tischen anfangen. Ich würde sagen, erstmal ja. Wir haben schon mal ein paar Grundideen, wie wir das später machen können. Irgendwas stimmt nicht. Ah, da ist noch eins. Gut. So, dann auf zur nächsten Problem. Na gut, ich mache erstmal hier so, so, dass ich wieder einen ganzen Block hier habe. Und zwar das nächste ist, was für Tische nehme ich? Ich mache erstmal hier das ganze Quarz hier rein, das brauche ich erstmal nicht. Was für Tische nehme ich? So, Tisch. Es gibt einmal diese Tische hier. Die haben wir ja schon unten als Schreibtisch genommen. Wir können ja mal kurz runtergehen und mal so ein bisschen vom bildlichen Auge das mal vergleichen. Einmal hier als Schreibtisch. So würde es aussehen, nur dann halt in groß. Das ist durchaus möglich. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann das hier. Das könnte ich mir ja weniger vorstellen, weil, okay, als Küchentisch reicht das, aber nicht so als großen Partytisch. Dann nehme ich lieber das andere wirklich. Gut, das heißt, wir brauchen sehr, sehr viel Holz. So viel Holz haben wir gerade nicht. Erstmal muss ich sowieso mal schauen, was ich da für ein Holz nehme. Wir haben hier Birkenboden. Einen dunklen Tisch will ich eher nicht haben. Da würde sich, denke ich mal, Eiche ganz gut machen. Da ist aber jetzt das Problem, wir haben nicht so viel Eiche. Wir haben zwar ein paar Bäume gepflanzt, aber das wird dann lange nicht ausreichen. Aber ich denke mal, ein Eichen. Holztisch wäre trotzdem nicht schlecht. Oder wir machen uns einen eigenen Tisch mit der Forge Multipart Mod. Oder dass wir einfach mal hier Zäune hin tun und da drauf Teppich. Das geht natürlich auch. Die klassische Variante. Man muss ja nicht unbedingt Mods nehmen dafür. Wir haben zwar sehr, sehr viele Mods hier drauf. Eine klassische Variante geht halt auch. Jetzt sind die Frage. Aber ich mag eigentlich doch schon die anderen, die Mod-Tische, die mag ich schon. Nur, ich hätte le halt leider auch, halt auch gerne ein anderes Material, aber das geht halt jetzt hier nicht. Das geht nicht. So, das sind ja hier die sechs. So schlimm sieht, so dunkel sind die ja gar nicht. Der Tropenholztisch, das sieht ja ganz gut aus. Wir nehmen Tropenholz.
Wir nehmen Truppen. Stimmt, das sind ja die normalen Minecraft-Standard-Texturen, genau. Wir nehmen Truppen, Holz. Ich habe mich entschieden. Aber bevor wir Truppen Holz nehmen, will ich kurz zu den Bäumen mal schauen und den Zombie besiegen. So, danke, lieber Zombie. Und mal schauen, ob hier kein Creeper ist. Hier ist kein Creeper und mal die Bäume hier mal abholzen. Damit die hier schon mal weg sind. Waren ja sozusagen nur provisorisch hier. Und ich ein bisschen Holz kriege. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Tropenholz wir jetzt in Stämmen noch alles haben. Eventuell werde ich die auch nochmal neu anpflanzen müssen. Vielleicht auch mit Knochenmehl dann nochmal bestücken. Was? Das waren jetzt nur die drei, die wir vorhin schon gesehen haben? Wach. So, was sind denn hier noch für Bäume gewachsen? Keine. Na klasse. Egal. Pech. Pech, 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 Pech. Dann gehen wir jetzt hier rein. Wir haben so hier zwei Knochen mal jetzt eingesammelt. Habe ich schon mal zu Knochenmehl gemacht. 48. Wir nehmen mal 24 raus. So ein bisschen will ich da drinnen behalten. Setzlinge, das glaubt. Setzlinge sind hier. 1, 2, 3, 4. Wenn er gleich wächst, können wir den ja gleich wieder abbauen. Somit haben wir ja noch mal ein bisschen mehr Holz dabei. Den pflanze ich mal hier in dieser freien Fläche hier an. Und er ist gewachsen. Zwei Knochen hier habe ich sogar noch übrig. Mache ich mal hier und so um da mal hin. Schöner großer Baum. Ja, so groß ist er nun jetzt auch nicht. Also der hätte größer sein können. Aber er ist groß genug, würde ich mal behaupten. Denke ich, hoffe ich, glaube ich, keine Ahnung. Musik setzt aus. Ah ne, jetzt ist Musik wieder da. Oh, das ist doch schön viel Holz. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, reichen. 7 Setzlinge haben wir zurück. Haben wir eben noch eingesammelt? Haben wir noch irgendwas eingesammelt? Ne, doch nicht. Und dann mal hier rein. Wir brauchen ja für so ein Stufen und Bretter. Die Werkbank, ja, da können wir ja jetzt mal ganz schnell in die Küche reingehen. Und hier raus mal Tropenholzbretter machen. So. Im Moment, das kommt dann so hier hin. Und so hier hin. 42, 30. 30 Tische haben wir jetzt, das wird nicht reichen. Das wird auf keinen Fall reichen, das heißt, wir machen nochmal welche. So, 42. Mal sehen, ob das reichen wird. Ich denke mal nicht. Aber wir können ja damit schon mal anfangen. Dann können wir ja weitersehen. So, ich möchte... Wie möchte ich das am besten haben? Am liebsten... Hier so. So groß wird dann der Tisch und der wird dann halt bis dort hinten hin durchgezogen. Da ist natürlich das Problem, dass es da hinten nicht so sehr symmetrisch ist. Hier und... Ah, nee. Dagegen kann ich halt jetzt auch nichts tun. Könnte das natürlich nochmal alles so ein bisschen umbauen, aber nee. Oh, die Tische werden hinten und vorne nicht reichen. Aber ich kann mir das ja schon mal so anschauen. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich möchte hier ein bisschen mehr Platz haben. Man soll ja hier noch durchgehen können. Hier habe ich ja 5 Blöcke Platz jeweils zu den Seiten. Das war ja auch mein Plan, dass man hier so viel Platz hat. Das ist ein großer Raum und Baum, das hier so alles einhängen. Wenn man hier auch ein bisschen Platz haben kann. Kann ja hier dann auch nochmal ein paar Tische hinstellen. Mit Desserts drauf oder so. Genau. So, weiter wird dann der Tisch nicht reichen bis dahin. Muss ich mir nochmal neue herstellen, genau. Was man natürlich auch machen könnte, damit die Leute, die hier hinten sind, auch schneller darüber hinkommen, hier mal so ein paar Lücken hier reinmachen. Oder man könnte natürlich auch so machen, dass man sagt, hier ist ein etwas kleinerer Tisch. Aber nee, noch anders. Ich habe noch eine bessere Idee. Das muss ich natürlich jetzt nochmal alles abreißen.
Aber wird das vom Platz her passen? Dann würde ich das lieber da hinten hin machen. Weil ich jetzt mir ein paar mehr Gedanken vorher zu machen sein. Jetzt muss ich das hier nochmal abholzen. Aber Pech. Pech. Da müssen wir alle durch. Nee, das mache ich lieber da hinten. Da hinten ist mehr Platz. Und zwar, wie viel Platz möchte ich jeweils nach außen haben? Mindestens zwei Blöcke, genau. Doch, das passt so. Dann hier so hin. Dass das so Art U wird. Wollte mir einfach die Tische klauen. Na, fehlt mir halt einfach jetzt die Tü Ich muss noch ein paar mehr herstellen. Noch in mir habe ich ja noch. Ne, die habe ich weg. Ah, Mist, die habe ich ja weggemacht. Dann will ich ganz schnell mal nochmal dorthin rennen. Nochmal die paar Birkenbäume anpflanzen. Truppenbäume. Die schon mal wachsen können, während wir noch mal ein paar Tische herstellen. Und so.